Hallo. Ist das eine Galeone? Ja, sieht ganz danach aus. Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Und das hat man nicht aus dem Flugzeug heraus gesehen, im Ernst? Okay, Buddy. Kann mir doch keiner erzählen, ey. Da hätte man sich den ganzen Schissel hier sparen können. Kommen wir hier runter. Sicher wie alles auf dieser Insel. Okay, wir kommen Ihnen näher. Yep. Nicht so viel Schuss, ey. Guys. Ist das hier eine Stealth-Einlage oder? Ich muss irgendwie zum Strand. Nee. Nate! Geh in Deckung! Los! Gott, ich brauche einen besseren Plan. Ich muss irgendwie zum Strand. Irgendwie zum Strand. Nate! Geh in Deckung! Los!
Oh Gott. Oh Gott. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Gott, ey. Ist ja gar nicht anstrengend. Obwohl, die will ich nicht. Okay. Das ist ein Nikondo. So, ne. Danke. Ich hab zwar nur noch 5 Schuss, aber hey. Na gut, nehmen wir die. Oh! Oh! Sehr gut. Hey, hier können wir durch. Obwohl. Sehr schöner Soundtrack. Pass auf!
Tut das gut, dich zu sehen. Ja, was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hm? Ich bin dafür. Hast du mein Feuerzeug? Ja! Okay. Scheiße, hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Da finden wir Deckung. Der Raketenmann ist erledigt. Ja. Hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Die Klippen, da finden wir Deckung. Erstmal langsam die Gegner ausdünnen. Die hält einiges aus, ja. Ja. Kommst du dann noch raus? Du Spacko, ey. Alles klar. Alter. Mist, da drüben von dem anderen Schiff. Von dem Deck da unten. Mit dran. Ich bin gleich hinter euch, Leute! Okay, komm! Verdammt! Unsere Freunde sind zurück! Puste die Dreckskerle weg! Das sind nicht unsere Freunde! Verarschen?
hätte eine Kanone nehmen sollen. Shit. Bin ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ertrinke. Großartig. Oh Mann, wie viele von diesen Tags hast du dabei, Rick? Exekutiert an der Wand. Ähnlich wie ich. Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Ich bin erledigt, aber bin selber. Ja, nicht ganz. Bisschen mehr in Deckung gehen jetzt. Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Gott. Okay. Gott.
Der ist ganz schön wackelig da vorne. Alter! Durchhalten! Alter! Sally? Wie läuft's schon, ne? Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar! Die Spielchen sind vorbei! Der Gott und die Freiheit, Arschloch! Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, bitte. Ja, komm. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört. Wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut. Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe. Hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gekriegt. Whoa, 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 whoa. Sorry. Was haben wir vor? Glaubst du, er will den Schatz. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt. Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Na, sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte? Und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist. Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie.
Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Okay. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafenstadt. Am Ende ist das Flugzeug kaputt. Was, wenn Sean an einem Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Hier lang. Es sieht auch hier... Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fallen. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Naja, ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Der Wagen vielleicht? Hilf mir mal, Sam. Okay. Ich traue Sam nicht ganz. Die will auf jeden Fall zum Schatz. Er sucht noch einen Weg. Er hat es nicht aufgegeben. Sieht alles hier so cool aus. So eine Hafenstadt hier. Hey Leute, hier durch. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Wollte ich nicht mit drauf? Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Ja? Verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Wird? Was soll das? Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Was mache ich denn hier? Ja. Okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So,
Wir halten ihn fest, du springst rüber. Ihr lasst mich aber nicht. Geschafft! Wir kommen. Okay, wir sind soweit. Auf Piraten ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist noch gar nichts. Wieso ist die Aufzüge so? Oh. Festhalten! Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Okay. Los, spring schnell! Hey, gib mir die Hand. Ja. Na gut. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Er lässt es drauf ankommen. Na. Er wird sich noch umbringen. Oh. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Gott. Hier rauf. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns erst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Echt krasse Ruinen. Die sind auch so detailliert aufgebaut, obwohl es gar nicht nötig ist hier so. Ich glaube, für 20 gibt es einfach gar keine Dings. Hier, Statistik. Ja, 24. Für 20 gibt's gar keine. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, wir helfen dir. Fertig! Ich hab's. Okay. So. Siehst du? Oh. Das wird nicht halten. Nate, los. Ich hab's. Los! Mist. Los. Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf? Da gibt's doch genug Sachen zum Stapeln eigentlich. Das ist so dumm. Nate. Nein. Nicht ganz allein. Hör zu. Ich komm gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss. Aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. Okay. Ja,
das vorletzte Kapitel machen wir im nächsten Part. Also es ist schön. Das Ende ist in greifbarer Nähe. Kapitel 21 und dann 22. 22 ist wahrscheinlich ein Bosskampf, denke ich mal. Und dann mit Abspann und Credits und so ein Krams, alles. Freue ich mich drauf. Solltet ihr auch. Bis zum nächsten Mal.